So, da. So. Ist noch ein Platz. Ein extra Platz, ne? Ein extra Platz für Anhänger. Was? Anhänger. Autoparken, was auch immer. Also wenn ihr so einen fetten habt, mit Anhänger kommt, den Anhänger da separat nochmal hinstellen. Weiß ich, was da alle drauf ist. Auto, Werkzeug, was auch immer. Hier noch ein Campingplatz, ist auch noch direkt nebenan. Hier da vorne, wo die ganzen Fässer. Und da ist auch ein Angelsee. Waren. Angelsee, ja gut, habt ihr jetzt gerade gesehen. Ne? Der Biber am Werk. Deswegen haben sie unten auch diesen Maschendrahtzaun. Das ist kein Maschendraht, das ist so ein Karnickelzaun oder sowas, ne? Ja. Da werden sich die Biber die Zähne ausbeißen. Ja, der Weinschrank hat, glaube ich, zu. Ja, ich gehe mal davon aus. Aber wir können euch die Getränkekarte zeigen. So. Ja, der Weinstrand, so schön der auch ist, Hunde dürfen da aber nicht rein. Obwohl, da steht Anleihenpflicht. Ah, Moment. Da ist ein Schild Anleihenpflicht, da steht nicht, dass du nicht rein. Also, da drin steht ein Schild Anleihenpflicht und unten am Eingangstor, wenn du zur Oase kommst, da steht halt drin, da steht halt drin, dass der Hund nicht am Strand darf. Mhm. Was noch? Ja, und wir dachten jetzt hier auch, ne? Am Freizeitsee, ja, ich sag mal, überall da, wo wahrscheinlich Menschen baden, darf der Hund nicht mit rein. So. Ansonsten sehe ich hier überall Schilder Anleihenpflicht. Das ist ja okay, haben wir ja auch gemacht, ist ja alles gut. So, und in diesem Weindorf hier, Weinstrand, das klären wir aber heute Abend nochmal mit dem Kassierer. Ach, Kinders. Wir waren jetzt gerade im Weindorf. Im Weinstrand. Am Boah. Outtakes, oder? Nee. Weinstrand. Wir waren gerade am Weinstrand. Im Weindorf. Das Ding, was ich da vorhin gerade gezeigt habe, mit diesen Fässern da. Was lachst du? Mit den Fässern. Da sind doch Fässer am Anfang. Ja, das ja Pipi. Ist das Pipi-Dingens da. Nee. Ach so. Nee, ja, jetzt sind die Pipi-Stellen, was auch immer. So, und da haben wir jetzt gerade was gegessen. Ich hätte gerne gefilmt. So eine ganz Mini-Sequenz habe ich gemacht. Aber da waren viele Leute. Das muss ja dann auch nicht sein. Da wollen wir ja dann auch nicht machen. Der Platz hier ist eigentlich supi. Ganz ehrlich. Die Straße, die ihr da wahrscheinlich gerade gehört habt, die nervt ein bisschen. Wenn die hier mit ihren Ford Mustangs und Harleys und... Ich meine, ist schon ein geiler Sound, keine Frage, aber... Naja. Man versteht dich jetzt gar nicht, wenn du man was sprichst. Nicht, nee, ich habe ja das neue Mikrofon. Vielleicht will man mich auch sehen.
Wer weiß. Na, hallo. Ja, ist schon ein bisschen laut. Ne? Also erinnert mich so ein bisschen, obwohl in Wesel war es lauter, weil das direkt nebenan war. Ja. Nein, also. Aber der Platz selber ist wirklich sehr, sehr schön. Vor allem auch mit dieser schönen Terrasse hier. Ne? Mhm. Also ist mal was sehr Schönes. Und der Weinstrand war auch sehr schön. Hat mir auch sehr gut gefallen. Allerdings zur Zeit empfiehlt es sich da halt vorzureservieren. Weil die haben halt nicht so viele Plätze besetzt und alles so sehr weitläufig. Ist wie so ein schöner Strand, ne? So direkt an so einem Angelteich. Da sind solche Forellen drin mit solchen Augen. Sind die Augen jetzt größer wie die Forelle? So. Nee, läuft. Wir hatten übrigens auch eine Weinschorle. Eine leckere Weinschorle. Oder zwei. Und wir machen jetzt gerade jetzt zu Hause. Zu Hause ist gut. Hier auch wieder am Günner. Zu Hause ist unser Zuhause jetzt gerade mal. Machen wir noch einen Absacker. Ja. Und wir sind heute ein bisschen kaputt, aber wir wollen noch ein bisschen Netflixen. Und morgen, falls wir das wieder vergessen, beziehungsweise es gibt Sequenzen, die kann ich nicht mehr abspielen. Die Kamera hat es irgendwie... Nein, vielleicht habe ich es versaut. Ich habe ja eine neue Kamera, kann sein. Also nicht böse sein, wenn es ein bisschen eckig noch ist. Wird schon noch. Wir werden gleich noch ein bisschen Netflixen und dann ist Feierabend für heute. Und morgen fahren wir nach... Zurück an die Mosel. Genau. Nach... Soll ich das schon verraten? Ja, ne? Nach Trittenheim. Hatten Birgit und Detlef schon geguckt, ne? Die hatten sich den Platz schon angeguckt und der gefiel mir eigentlich auch ganz gut. Ich habe bei Park for Night geguckt und da fahren wir einfach mal hin morgen. Das ist nicht so weit weg, das sind, weiß ich nicht, 50 Kilometer oder was, ne? Dreiviertel Stunde. Wenn überhaupt, da fahren wir morgen mal wieder hin. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch Urlaub. So, genau. Ich gehe aber jetzt erstmal duschen. Ja, tschüss. Oh, ich komme hier nicht mehr hoch. Ältere Damen, also. Brauchen schon mal eine Krücke. Ah, so, jetzt aber. Alles klar. Ich sage dann auch mal gute Nacht und bis morgen früh. Ne? Ciao. Guten Morgen. Es regnet. Moin, moin. Ja, da hat uns der Regen doch noch erwischt. Jo. Wir fahren jetzt nach Trittenheim. Gucken uns den Stellplatz da mal an. Und... Ja. Ja, wie gesagt, der hier war ganz nett. War gut. Ne, war wirklich gut. Der war richtig schön. Hunde erlaubt, Fähr- und Entsorgung ist alles da, Strom ist da, alles umsonst. Brötchen-Service. Was du nicht hast, ist Sanitäranlagen. Ja. Aber gut, wer braucht das, ne? Ein mäßiges Netz. Aber WLAN. WLAN ist auch umsonst. WLAN ist auch umsonst, genau. Gut. Wir fahren jetzt noch entsorgen, Frischwasser auffüllen und dann nochmal. Entfliehen bei den Regen, hoffen wir. Und morgen hat schon mal einen Schauer gegeben, aber war ja nicht lang. Ja. Nur so ein Schauer zwischendurch. Tut auch mal ganz gut, ja. Man kann wieder richtig durchatmen. Ja, die Nacht war super, war schön kühl. Ja, ja. Gut, auf geht's. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg gewesen nach Trittenheim. Jetzt haben wir gerade hier so ein Schild gesehen. KZ Hinzert. Gedenkstätte KZ Hinzert. Ich wusste gar nicht, dass hier sowas gibt, ehrlich gesagt. Ist aber schon ein bisschen niederschmetternd, wie sagt man? Bedrückend. Ein bisschen bedrückend, genau. Ja. Lieber Gesangsverein, ey. Darfst du nicht dran denken? Nee. Oder man sollte immer dran denken. Man sollte es nicht vergessen, das ist wohl wahr. Got our difference.
differences. Yet I thought we were more. Ja, auf dem Gelände hier standen diese ganzen Gebäude. Mag man sich nicht ausmalen, ehrlich gesagt. Naja, passend zum Thema regnet es auch wieder. Waschküche, Kleinviehstall.